Letzten Endes ist es so, dass der Bereich insbesondere auch des Asylwesens einer ist, wo wir doch einen, ja, oder wo wir einen Teil des Vertrauensverlustes nicht in den Sicherheitsapparat, sondern in die politischen Verantwortungsträger der Vergangenheit auch festmachen können. Wir alle wissen, dass die Bevölkerung insbesondere im Herbst des Jahres 2015 über einen längeren Zeitraum durchaus zu Recht das Gefühl gehabt hat, dass es also hier einen Kontroll- und einen Steuerungsverlust von Seiten der politisch Verantwortlichen gegeben hat. Und diese Probleme hängen uns eigentlich bis zum heutigen Tag in vielerlei Hinsicht nach. Ich möchte vielleicht am Beginn ein paar Tendenzen festhalten, die mir wichtig sind bei einem Blick auf die Zahlen aus dem Bereich Fremden- und Asylwesen. Das erste ist, dass wir einen Trend haben, dass nämlich die Zahl der Asylanträge 2017 weiter rückläufig ist. Also wenn Sie sich das über mehrere Jahre anschauen, dann werden Sie sehen, 2013 hatten wir 17.503, 2014 waren es dann 28.064, 2015 dann diese Explosion, möchte ich schon fast sagen, an Asylanträgen mit 88.340. 2016 sind es dann weniger geworden, 42.285, das haben wir auch gestern im Zusammenhang mit den Zahlen des Sicherheitsberichtes vernehmen können. Und 2017 ist es dann gelungen, die Asylanträge gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 43% zu senken. Und wir stehen jetzt bei 24.296. Das gibt die Gelegenheit, sozusagen diese rückläufige Zahl bei den Neuzugängen, das gibt die Gelegenheit, den Rucksack, der natürlich über die Jahre auch entstanden ist, abzuarbeiten. Und ich glaube, das wird eine wichtige Schwerpunktsetzung auch für die kommende Zeit werden. Der zweite wichtige Trend ist, dass es eine Umkehr im Bereich der Entscheidungen gibt. Zuvor, also vor dem Jahr 2017, waren es überwiegend schutzgewährende Entscheidungen. Ab 2017 sind es also überwiegend negative Entscheidungen, die im Asylverfahren dann auch getroffen werden, mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind, sprich also auch Beeinspruchung, verlängerte Verfahren etc. Und was sich daraus ableitet, das ist der dritte Punkt, auf den ich kurz noch eingehen möchte, das ist, dass wir jetzt gefordert sind, einen Schwerpunkt in Sachen Rückkehr zu setzen. Das ist also das, was jetzt auch notwendig sein wird. Und bevor dann der Herr Direktor Taucher im Detail auf die Bereiche Verfahrensabbau, dann Trendumkehr bei den Entscheidungen und auch auf die Rückkehrproblematik eingehen wird, möchte ich nur noch eines sagen, weil man so oft liest, dass die Asylverfahren so lange dauern und dass das alles irgendwo auch ohne Ende stattfindet. Das ist nicht wahr, denn seit dem Ende der Migrationskrise dauert es im Durchschnitt 6,6 Monate, bis es zu einer Entscheidung des Bundesamts für Fremden- und Asylwesen kommt. Und es gibt das ambitionierte Ziel, diese Frist noch weiter zu verkürzen.